Hey ho, meine Lieben, heute machen wir einen kleinen, aber feinen Steaktopf. Ja, oder ein Topf. Ja, es wird ein Topf. Und nach der Arbeit, ja gut, ein bisschen spät ist es schon, aber es ist ein nach der Arbeit Video. Sprich, ich war noch schnell beim Einkaufen und ja, gehen wir rüber, schauen wir uns die Zutaten an, bevor ich zum Schnibbeln anfange und dann mit euch hinausgehe in die Krikotta. Aber jetzt gehen wir erstmal dann über. Dann wären wir schon bei unserer kleinen Übersicht. Ich habe hier zwei so Gemüsezwiebeln, drei dicke Kartoffeln, muss ausreichen. Ein paar Champignons, die schrumpeln ja eh ein. Ein bisschen Suppengrün. Ein Creme Fraiche, ob wir das brauchen, das weiß ich noch nicht einmal. Salz, Pfeffer, Paprika, dann Tomatenmark. Ja, dieses Mal nehme ich wirklich das Scharfe. Ja, und ein bisschen Butterschmalz. Und das war's schon. Ja, bis auf die Steaks. Da gehe ich heute wieder ja, den einfachen Weg, sage ich ja mal. Ich nehme hier die fertig marinierten. Die schmecken mir, die sind lecker. Und genau, deswegen nehme ich die heute. Ist ja ein Feierabendvideo. Aber jetzt werde ich erstmal alles klein schnippeln, mir in die Schüssel rein und danach können wir auch schon rausgehen. Nee, alles klein geschnippelt. Kartoffeln, Möhren und der Sellerie, was in dem Pack drin war. Hier sind die Champignons, die Zwiebeln und der Lauch drin. Ein bisschen Petersilie. Das schneide ich, mache ich erst draußen auf. Salz, Pfeffer, Paprika. Butterschmalz nehmen wir alles mit raus und ja, noch einen kleinen Bottich mit einer Gemüsebrühe. Die muss ich aber noch schnell ansetzen und danach sehen wir uns draußen. So Freunde, hierherin herrscht noch das Chaos, aber ein Genie beherrscht das Chaos, wie es so schön heißt. Und ja, ich werde jetzt als allererstes die Steaks angrillen. Ja, und dann das Töpfle machen. So machen wir das jetzt. So Leute, dann schmeißen wir mal unsere ja, fertig vormarinierten Steaks. Ich weiß, macht mal lieber selber. Kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. Ob er sich selber schnell was einlegt oder fertig eingelegte nimmt. Für mich war das jetzt heute einfach praktisch. Naja, und lecker sind sie auch. Punkt. Und die grillen wir uns jetzt einfach einmal. Ja, schön an. Tamusa, das ging jetzt so schnell, dass ich einfach die Cam noch vergessen habe. Aber hier sind sie. Einfach, dass sie ein bisschen Farbe haben und fertig. Dann können die erst einmal komplett auf die Seite gestellt werden. Dann unser Gitter in die Glut rein. Meine Fresse ist das heiß. Aber ein bisschen Hitze ist heute gar nicht verkehrt. Dann schnappen wir uns den Topf, stellen ihn da einfach mal mitten rein, nehmen uns einen ordentlichen Klotz Butterschmalz. Na, geh halt weg. So, und dann kommen auch schon die Zwiebeln, Champignons und das an. Zwiebeln, Champignons, ja, und das. Ah, der Lauch mit rein. Dann lassen wir das erst einmal zusammenschmoren, zusammenschmutzeln. Dann kommt das nochmal kurz raus. Ja, und genau dann, wenn es zusammengeschmort ist und wieder rauskommt, hole ich euch wieder dazu. Schwuppsdiwupp, ist das alles schon zusammengeschnorpelt soweit. Dann können wir alles wieder rausnehmen. Kommt wieder Butterschmalz rein, in dem Falle der Rest, was hier noch drin ist. Und wem es aufgefallen ist, hier hängt der Äumel hier schon etwas tiefer. Da hänge ich nachher dann gleich den Topf auf. Ja. Dann kommen die Kartoffeln, die Möhren und
Sellerie mit Mai. Das wird auch einmal angeschmorgelt. Bevor es sich zu sehr ansetzt, füllen wir ein bisschen Brühe auf. Dann tun wir was von unserem scharfen Tomatenmark hinzu. Schauen wir, dass wir den Topf dahin nehmen. So, dann ist er nämlich schon mal etwas höher. Und zur Not kann ihn ja noch höher hängen. Eben da unten die Kohlen ein bisschen auf die Seite tun. Ja, dann hauen wir mal unser Salz, Pfeffer, Paprika hinein. Ungefähr die Menge, was wir meinen, was wir brauchen. Bloß Löffel auf Zählerei hier rein mit dem Zeug und gut ist. So Leute, und dann können wir mal einen Deckel drauf tun und es erstmal ein bisschen vor sich hinköcheln lassen. Tja, und was mache ich in der Zwischenzeit? Noch keine Ahnung. Bisschen Handy glotzen. So Freunde, ich hatte den Deckel nochmal aufgemacht und habe so noch ein bisschen brodeln lassen. Noch ein bisschen einreduziert, jetzt kann ich nämlich die restliche Brühe mit reinkippen. Dann lassen wir sich nämlich jetzt noch ein, zwei Minuten einreduzieren. Ja gut, vielleicht sind es auch 5 Minuten. Und dann hauen wir nämlich die Steaks rein und machen den Deckel zu. Hauptsache, mir setzt nichts unten an. Jo, jetzt wäre es soweit. Schütten erstmal die Flüssigkeit mit rein. Jetzt positionieren wir unsere Steaks hier oben. Oh, jetzt wird's heiß. So. Deckelchen drauf und hauen wir jetzt noch Kohlen oben drauf. Ne, hau ich keine drauf. Das muss von unten reichen. Ja, lassen wir es noch so circa eine halbe, dreiviertel Stunde einfach so stehen und ziehen. Ja, ich habe alles schon hier wieder weggeräumt. Außer einen Kochlöffel. Den lasse ich hier mal liegen. Der Topf steht noch drauf. Und ja, Viertelstunde, 20 Minuten noch und dann trage ich ihn rein und dann kann man drinnen das erste Mal wieder aufmachen und ja, dann gleich essen und probieren.
geht jetzt eigentlich bloß noch darum, dass das Gemüse sauber oder schön durch wird. Essbar wäre es schon gewesen, hat aber noch einen guten Biss gehabt. Ja, aber es sollte halt auch schön weich sein. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sehen uns dann drinnen. Ich bringe dabei schon mal die Cam rein und hole nachher dann bloß noch das Töpfle. Ja, und drinnen geht's weiter. Heiliges Blechle! Boah, dass der FT 4,5 so schwer sein kann. Puh, schau mal rein. So. Ja. Das kommt. Und es brodelt sogar noch hier herin. Yummy. So. Brauche ich erstmal. Einen Teller. So, dann nehme ich mir mal das erste Steak raus. Und dann reichlich von den Beilagen. Du brauchst keinen Teller mehr rausholen, Schatz. Es steht alles schon da. So, lecker. Ja, und jetzt gibt's Probierale. Tja, Freunde, da ist er nochmal. Ich habe mir schon was von dem Steak abgeschnippelt, einfach um das schneller probieren zu können. Einmal frei, lecker Steak. Und wie gesagt, schneidet eure Steaks selber, nimmt's fertige, wie ihr wollt. Das ist jedem selbst überlassen. Tja, und das Gemüse. Schön weich, einwandfrei. Schön heiß. Geschmacklich sehr lecker, passt sehr, sehr gut zu dem Steak. Ja, also ich finde es echt lecker. Ganz leichte Schärfe kommt noch durch, aber das ist auch soweit in Ordnung. Wie lang haben wir jetzt gerade gebraucht? Ja, hier ganze Horde Kiddies vorbei und schreien rum hier. Hey, Grillschanki und bla, naja, okay. Gesamt draußen jetzt war ich, glaube ich. Wann bist du heimgekommen? Lange her. Schon lange, ja. 8 rum. Viertel vor 8. Viertel vor 8? Ja, eineinhalb, knapp 2 Stunden hat es jetzt insgesamt gedauert. Geht eigentlich. Mhm. Kann man das nicht schimpfen. Das ist eigentlich fertig, das soll ein bisschen runter. Ja, ich habe noch andere Sachen zu tun gehabt. Gut, Leute, Socken. Wie schmeckt es überhaupt? Lecker. Würzig. Würzig. Ja, das ist das scharfe Tomatenmark. Das hätten wir mit Nudeln auch machen können. Mit Nudeln? Ja, das wäre nicht so gut im Topf gekommen. Also Leute, meine klare Nachmachempfehlung gibt es zu diesem Menü. Wer absolut gar nicht scharf mag, der nimmt ein normales Tomatenmark. Aber ansonsten ist es wirklich lecker. Ich esse jetzt und sage Ciao, Ikowski. Bis zum nächsten Mal. Yum, yum.